Hat die Europäische Zentralbank gestern die geldpolitische Zinswende eingeläutet oder ist es so, wie viele Kritiker sagen, dass es viel zu wenig und zu spät ist? Wir blicken zunächst auf die wichtigsten Faktoren und ich habe Ihnen hier einen Chart mitgebracht, der Ihnen im oberen Bild die aktuelle Inflationsrate nach offizieller Lesart zeigt. 8,1% entsprechen die Inflationsrate in der gesamten Eurozone. Wir sehen hier dargestellt den Leitzins, dieser ist nach wie vor bei 0% und hier unten habe ich Ihnen die Differenz abgetragen. Also wenn Sie von der Inflationsrate den Leitzins abziehen, dann sehen Sie eine Differenz natürlich von 8,1, weil 8,1% Inflation bei 0 Leitzins bleibt natürlich bei 8,1. Sie sehen vor allem im historischen Kontext die Differenz auf einem extrem hohen Niveau. Also Kritiker, die sagen, dass die Europäische Zentralbank viel zu langsam und viel zu spät reagiert, die haben natürlich absolut den richtigen Punkt gesetzt. Und die Frage stellt sich natürlich, warum man aufgrund der Wirtschaftsdaten die Vorlagen und auch aufgrund der Arbeitslosenquoten, die gefallen sind, warum die Geldpolitik so expansiv sein musste, wie es sich dargestellt hat. Ein Punkt, den wir natürlich auch betrachten, Sie sehen das hier dargestellt, die Bilanzsumme der EZB hier entsprechend dargestellt. Sie sehen diesen massiven Anstieg, den wir zum einen hatten in der damaligen Relation im Rahmen der Euro- und Staatsschuldenkrise, aber Sie sehen vor allem auch diesen exorbitanten Anstieg natürlich im Rahmen der Corona-Situation, bei dem die Notenbanken die Schulden aufgekauft haben, die die Staaten aufgenommen haben, um entsprechende Subventionen für die Wirtschaft, die man in den Lockdown versetzt hat, hier zu finanzieren. Das heißt, die Schulden der Staaten sind in der Bilanz der Europäischen Zentralbank und wenn man diese Schulden nun abbaut, also eine Bilanzverkürzung, dann hat das natürlich einiges an Bedeutung ökonomisch. Sie denken immer an die Relation von Angebot und Nachfrage und dessen Auswirkungen auf den Preis. Von daher ist es natürlich auch so spannend zu lesen, wann wird die Bilanz wirklich verkürzt, wann werden neue Anlagen, respektive fällige Anlagen, wieder neu angelegt, wann soll vielleicht auch die Wiederanlage enden. Also da ist sehr viel in den Details, aber wie gesagt, immer im Hinterkopf behalten, die Schulden liegen in der Notenbankbilanz. Aber was die Märkte natürlich auch schauen, sind die Renditen, die steigen, die nehmen auch entsprechend Zinserhöhungen vorweg. Sie sehen hier die Renditen dargestellt für Spanien, Italien und Deutschland. Wir sehen, dass die insgesamt nach oben kommen, aber neben der Bedeutung der absoluten Zinsen für Immobilienmärkte, für die Diskontierung von Vermögenspreisen, für Opportunitätskosten aus der Perspektive eines Aktienanlegers sind natürlich die Risikoaufschläge von einzelnen Ländern gegenüber dem sicheren Teil der Eurozone, also Deutschland, relevant. Und auch das habe ich Ihnen hier im Bild dargestellt. Sie sehen die Risikoaufschläge von Spanien in Orange gegenüber von Deutschland 1,17%, aber Sie sehen vor allem auch die Risikoaufschläge von Italien 2,16%. Also was wir hier insbesondere sehen, vor der Einführung des Euros hatten wir Zinsdifferenzen. Schwächere Länder hatten schwächere Bonitäten, respektive sie mussten mehr bezahlen, um ihre Anleihen am Markt zu platzieren. Dann kam der Euro, man hat alles gleich gemacht. Das war dann diese Phase, also nach dem Motto, man hat gesagt, alle Länder der Eurozone haben eigentlich das gleiche Kreditrisiko, deswegen zahlen sie auch den gleichen Zins. Dann kam die Finanzkrise mit den entsprechenden Themen, die wir alle noch gut kennen, manche nur noch aus den Geschichtsbüchern. Irgendwann kam Mario Draghi mit whatever it takes und man hat alles wieder gleich gemacht. Und nun sehen wir eben hier auch dieses Auseinanderdriften und warum der Euro auch dann gestern eine Schwäche hatte, obwohl man eine straffere Geldpolitik in der ersten Wahrnehmung gesehen hat, ist der Grund, ist ganz klar. Man hat nicht explizit adressiert, wie man diese Fragmentierung, also diese Risikoaufschläge, entsprechend aus Sicht der EZB einfangen möchte. Also von daher, das mit Sicherheit noch ein Punkt, der auf dem Tableau bleiben wird. Das Thema Risikoprämie aus politischer Sicht für die Finanzmärkte auch hier in der Eurozone weiter enthalten und auch viele andere alte Themen, die wir aus dem Bereich der Euro- und Staatsschuldenkrise kannten, die kommen vielleicht wieder aufs Tablett, Stichwort Tage 2 und vieles weitere. Macht es wirklich nur Sinn, Stress im System und Stabilität anhand der Risikoaufschläge zu messen? Ich habe Ihnen hier das Schaubild mitgebracht eines Working Papers. Ihr könnt das ganz einfach googeln, dann finden Sie das und da sagt man Beyond Spreads, also über Risikoaufschläge hinaus, wie misst man eigentlich Stress in der Eurozone? Und hier gibt es eben auch einen Indikator, der verschiedene Indikatoren zusammenfasst, um
ein Bild davon zu geben, inwieweit Stress im System da ist. Das ist ein sehr plausibler Indikator, wie ich finde. Von daher wundert es mich, dass die EZB auch in Pressekonferenzen nicht darauf eingeht. Und hier sehen Sie eben auch, das ging jetzt zuletzt eben entsprechend auch deutlich nach oben. Und ich glaube, auch hier müssen sich Anleger eben entsprechend klar machen, dass eine veränderte Geldpolitik auch Auswirkungen auf viele verschiedene Segmente hat. Nicht nur auf die Renditen, nicht nur auf die Zinsen, sondern auch auf die Schwankungsbreite in diesen Segmenten, auf die Wechselkurse. Vielleicht auch wieder mal die Situation, wo wir im Kontext fallender Einlagensicherungssysteme auch wieder mehr die Thematik sehen, dass Anleger Wertpapiere halten, um das Gegenparteienrisiko von Banken nicht zu tragen. Also da gibt es unheimlich viele Punkte, die da drin stecken. Aber ich glaube, für die allgemeine Kommunikation und auch für Anleger nach vorne ist es wichtig, auf die Spreads, auf die Risikoaufschläge zu schauen, aber auch diesen zusammengefassten Indikator, den die EZB ja selbst berechnet, entsprechend zu blicken, um auch einzuschätzen können, wie straff die Geldpolitik der Eurozone wirklich werden kann, weil am Ende des Tages wird eine Geldpolitik nötig sein, um den Euro aus diversen Gründen und den Währungsraum, den Wirtschaftsraum zusammenzuhalten. Und der Preis, der wird wahrscheinlich sein, dass die Zinsen zu niedrig sind und dass die Anleger sich selbst um die Stabilität ihres Vermögens kümmern müssen. In diesem Sinne darf ich Ihnen nur das Beste wünschen. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.